man sich auf das Leben einlässt, was ich versuche, dann schreibt es die lustigsten Geschichten. Und vor allem, wenn man mal aus seinem Trott herauskommt, also nicht immer das macht, seine Routine macht, die man immer macht, also wenn man nicht Tag für Tag arbeitet, sondern mal auf die Pause-Taste drückt, rauskommt und einfach das Leben passieren lässt. Urlaub. Auf die Pause-Taste drücken. Das habe ich viel zu lang zwar gemacht, aber nicht gewertschätzt. Ich habe immer gedacht, der Urlaub hält mich von der Arbeit ab und die Arbeit macht mir so viel Spaß, also es ist eigentlich Quatsch, Urlaub zu machen. Und was habe ich also gemacht? Ich habe auch im Urlaub gearbeitet. Und das habe ich, jetzt geändert. Seit geraumer Zeit versuche ich wirklich, wenn ich diese Pause-Taste drücke, auch Pause zu machen. Und merke, wie gut mir das tut. Ich nehme mir Zeit für mich selbst, höre auch wirklich mal wieder in mich hinein, was ich sonst nie mache im Alltag. Ich nehme einfach mal wieder Zeit mit mir für mich, um zu reflektieren, wie eigentlich gerade mein Leben verläuft. Und verbringt Zeit mit der Familie, was wunderschön ist. Im Grunde genommen, im heutigen Vlog gibt es keine großen Learnings, sondern das Einzige, was ich euch eigentlich heute vermitteln möchte, ist, nehmt euch eine Auszeit, immer wieder, und macht das bewusst, und wenn ihr sie dann habt, dann erlebt diese auch bewusst. Schaltet euer Handy aus, versucht wirklich nicht zu arbeiten, nicht an die Arbeit zu denken, findet auch einfach mal wieder zu euch. Wie es mir immer geht, ist, dass ich extrem kräftig auch zurückkomme. Also ich komme mit viel mehr Energie zurück, als wie ich reingegangen bin, und insofern komme auch während des Urlaubs auf Ideen, die ich zuvor gar nicht hatte oder nie hätte haben können. Insofern darf man als Unternehmer Urlaub nicht als Abstinenz, Abwesenheit von der Arbeit sehen und dementsprechend als etwas Schlechtes, weil man ja nichts Produktives tut, keine E-Mails beantwortet, keine Meetings hat, sondern so ein Urlaub, so eine Pause-Taste ist genial. Insofern, ja, macht eine Pause immer wieder ganz bewusst, nutzt die aus und lasst das Leben passieren. Macht vielleicht einen Roadtrip, ja, oder überlegt euch, ob ihr einen Hund haben wollt, ja, oder einen zweiten Hund haben wollt, wenn ihr nicht schon einen habt. Ja, also all das ist möglich. Und dann wollen wir mal sehen, wo das hinführt. Ich hoffe, der Hund hier hat ein Herrchen. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr anhänglich. Ich werde jetzt die Zeit hier noch genießen, euch ein bisschen mitnehmen in meinen Urlaub, zumindest bildlich. Freue mich auf den nächsten Vlog, der dann wieder informativer sein wird. Aber hoffe nichtsdestotrotz, dass ihr euch das zu Herzen nehmt. Macht mal Urlaub. Macht mal Pause und genießt das richtig. Ihr habt euch das verdient. Ciao.